Lego Serious Play funktioniert ja, sag ich mal, vom Einzelcoaching über, sag ich mal, kleinere Gruppen, 10 Personen bis hin zu Großgruppen-Events wie bei euch. Es war ja ein riesiges Event, du hast gerade angesprochen, es waren irgendwie 170 Leute. Ich glaube, wir hatten 8 FazilitatorInnen dabei in unzähligen Räumen. Vielleicht könnt ihr nochmal euren Eindruck von dem Nachmittag so ein bisschen schildern und so ein bisschen Hintergrund. Also wie, Rainer, ich habe gesehen, du bist immer rumgelaufen, hast dir deine Teams angeschaut, ne, auch mit so einem riesigen Grinsen auf dem Gesicht. Vielleicht kannst du mal erzählen, was dein Eindruck war. Du hast immer in den einzelnen Dingen den kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden. Also wenn man dann zum Schluss aufs Endmodell geht, war das immer, ja, wir müssen besser als der Wettbewerb sein. 4 ist wichtig und innovativ und die Plattform. Also das waren immer die 3 Dinge, die eigentlich in jedem Modell zu finden waren. Aber alles drumherum und wie es dargestellt war, war immer komplett anders. Und das ist tatsächlich witzig. In meiner Zuschauerrolle und Beobachterrolle bin ich da wirklich von Team zu Team zu Team. Also ich bin rumgetigert, wenn ich beim letzten fertig war, wieder beim ersten angefangen, weil sich schon wieder so viel verändert hatte. Das war wirklich faszinierend, was dort in einer so wild zusammengemischten Gruppe, was sich da tut, wie die Diskussionen gelaufen sind. Die Kombination war einfach mega faszinierend, also das kann man nicht anders sagen, und hat uns tatsächlich ganz arg viel gebracht. Es war schon großartig, dass die Menschen, die sich vorher eigentlich noch nicht kannten, wirklich sehr, sehr schnell rausgefunden haben, wie tickt der andere jetzt eigentlich gerade. Wie diskutiert der, wie entscheidet der, wie ist der so in der näheren Zusammenarbeit, funktioniert das hier gerade? Und das dann so schnell und da, ja, wie gesagt, mit ein bisschen Uhr im Hinterkopf, das hat großartig funktioniert. Also auch gerade die Präsentation, da ist genauso viel Liebe und Begeisterung drin gewesen wie vorher das Bauen der Modelle. Und das war wirklich schon sehr, sehr schön anzusehen.